Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich bin gerade wach geworden, weil ich komische Geräusche aus der Küche gehört habe. Und was ich dann gesehen habe, konnte ich nicht glauben. Es ist wieder passiert. Wer das Foto noch kennt, damals von meiner leckeren Wintersalami, der weiß vielleicht, was ich meine. Ich möchte euch jetzt aber mal zeigen, was passiert ist, warum es Geräusche aus der Küche gab, was der Adi damit zu tun hat. Ne? Da drüben ist er. Da. Adi. Adi, Schatz. Du kleiner Teufel. Hallo. So, ich führe euch jetzt mal hier raus. Ich will euch das jetzt mal zeigen. Ich habe Geräusche gehört. Aus der Küche, ja? Jetzt habe ich in der Küche gesehen, oh mein Gott, da liegt was. Was liegt da denn? Da liegt einfach ein Weihnachtsmann. Ach, ist der süß. Und das Gute ist, Pupsi hat mir zu Weihnachten zwei Weihnachtsmänner geschenkt. Diese Salami-Weihnachtsmänner. Die habe ich beide hier oben auf den Kühlschrank gestellt. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht kennt das auch nicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall hier immer so ein schöner Weihnachtsmann, ne? Ach, verdammt. Ist hier so ein Weihnachtsmann, ne? Wie sieht das denn aus? Ein Weihnachtsmann in so einer Papppackung mit so einem Hütchen obendrauf. Und da habe ich gedacht, okay, er hat sich schon wieder, nachdem wir jetzt fast eine Woche gemütlich da rumgestanden haben, kommt er jetzt an und will sich den Weihnachtsmann schnappen. Das Gute ist, dem Weihnachtsmann geht's eigentlich noch gut, denn die Salami ist noch drin. Die Salami sieht gut aus. Er hat nichts Schlimmes gemacht. Wir packen die Salami also wieder hier rein. Und wenn wir das zumachen, sieht's aus, als wäre nie was passiert. Da der Weihnachtsmann ganz ist. Aber fällt was auf? Ich habe doch zwei Weihnachtsmänner gehabt. Zwei! Wo ist der andere Weihnachtsmann? Hier liegt einfach nur noch eine Mütze. Also stand ich hier und habe überall geguckt, auf der Suche nach dem zweiten Weihnachtsmann. Wo ist der Weihnachtsmann? Oh mein Gott, wie sieht's hier denn aus? Und dann ist mir eingefallen, wenn der Adi irgendwas hat und sich schnappt, dann zerrt er das immer ins Badezimmer, ja? Ins Badezimmer. Also bin ich zum Badezimmer gelaufen und hab geschaut und da liegt ein grüner Läufer. Ein normaler grüner Läufer, wunderbar. Aber der ist ein bisschen zusammengewühlt, warum auch immer. Warum ist der Läufer verwühlt? Und dann bin ich hin und hab gedacht, okay, schaust dir mal den Läufer an, genauer. Und dann zieh ich den hier auf und ich sehe hier schon, hier liegt der andere Weihnachtsmann. Und den habe ich nicht darunter. Nicht, dass ihr denkt, den habe ich da hingelegt. Hier ist der Weihnachtsmann. Ohne Deckel und ohne Inhalt. Denn der Inhalt liegt einfach hier daneben. Und guckt ihr das an. Guckt ihr das an, wie der aussieht? Der hat einfach die Wurst. Meine gute Weihnachtssalami. Was ist das denn? Adi! Der hat sich die Wurst gekrallt und der ist mit der Wurst ins Bad gerannt und der hat einfach meine ganze Weihnachtssalami gefressen mit der weißen Haut drumrum, mit der Folie drumrum. Ich raff's nicht. Mann! Das hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Letztes Jahr hatte ich auch Weihnachtssalami und die stand auf dem Kühlschrank rum und da hat er den Weihnachtsmann einfach geköpft. Seht euch das an. Wie beim FBI, wenn ihr was findet und sagt, oh, das sind Bissspuren, glaube ich. Wer hat denn solche Bissspuren? Das muss ja ein Monster gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt, habe ich den Salat. Keine Ahnung. Der hat die ja komplett nackig gemacht. Guckt doch mal, normal ist da komplett einfach eine weiße Hülle drum. Jetzt habt ihr hier einfach nur, ja, das war's.
Ali, was sagst du dazu? Dann hast du ja heute schon Frühstück gemacht, da brauchst du ja jetzt nichts mehr, oder? Guck mich an. Ali, guck ins Licht. Vielleicht wirst du ja blind. Okay, das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon mal eine Weihnachtssalami gehabt? Hattet ihr schon mal eine Weihnachtssalami? Oder habt ihr eine Katze? Und hat eure Katze auch schon mal eure Weihnachtssalami gegessen? Dann schreibt es mal in die Kommentare, beziehungsweise klaut jedes Jahr eure Weihnachtskatze eure Weihnachtssalami. Dann schreibt das auch mal rein. Ich glaube, ich darf einfach nie wieder Weihnachtssalami im Haus haben. Oder ich muss sie immer in den Tresor einschließen, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass das so gesund ist für die Katze, wenn er sich da so eine ganze Salami reinpumpt. Inklusive Haut und inklusive Folie. Aber ja, dem scheint es ja gut zu gehen. Der will gerade den Schatten jagen von der Kamera. Adi Schatz. Sieht's aus wie im Horrorfilm. Dönermann. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.